Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. In der letzten Folge haben wir uns eine Liste der Templer praktisch bedient, nämlich uns in Feindeskleidung einzukleiden. Ist noch früh am Morgen, tut mir leid. Und ein bisschen Aufruhr zu veranstalten, damit die Armee auch auf die Assassinen ein bisschen aufmerksam wird. Und hier haben wir Haytham, der einen dieser Downer am Mickel hat. Mal sehen. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Ja, versteckte Klinge. Gehen wir. Ja. Auch ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Eine Spende. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Tja. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Tja, aber wohin, Haytham? Ach hier, das Anwesen, stimmt. Ich bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ja. Feuer! Ihr hört den Hauptmann! Feuer! Da ist eine Gestalt in Gold. Feuer! Los, reinstürmen, auch wenn es nicht die schlauste Methode ist, aber wenigstens ist es eine. Na komm schon. Gut. Ey, sag mal. Noch ein Schubser mehr. Und ihr liegt auch hier in eurem Blut. So, dann wollen wir uns mal Hope vornehmen. Vergiss es. Damit habe ich schon gerechnet. Okay. Unsere ehemalige Meisterin Hope. Oh, sie steht auf der falschen Seite. Okay, wahrscheinlich ist sie irgendwo entweder unter dem Dach oder ich kann sie von hier aus noch nicht sehen. Ah ja, und Liam auch. Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hope. Bon voyage. Ja, sie weiß es schon. Shay, was soll das jetzt? Das wurde auch Zeit. Schade, dass es so endet. Oh, shit. Ihr wart ein braver Bursche. Oh, nee, warte. Toll.
Jay, das hast du versaut. Sich durch die Giftwolken keinen Schaden zufügen lassen. Okay, raus hier. Wow. Gut. Wahrscheinlich wieder auf demselben Weg raus, durch den ich reingekommen bin. Ah, los jetzt. Okay. Gut. Toll. Mist. Oh, was ist das? Was ist das? Hier. Blend mein Herz. Ich muss weg hier. Die schießt mit Giftpfeilen. Hol. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Hope. I got you, boy. Ich muss Hope finden. Mist. Ein Gegengift. Okay. Ihr seid eindeutig mehr von diesen Schleichern. Ach. Sollte ich ein bisschen mehr drauf achten. Aber ich hatte jetzt gerade nur Hope vor dem Schirm. Was ist das? Gift. Ich muss weg hier. Ach, komm schon jetzt. Ja, ich weiß. Oh. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ich darf nicht zu lange stehen bleiben. Dort hinten. Ja. Okay, erstmal die weg. Shit. Ich muss Hope finden. Ein Gegengift. Okay, los, Jay. Nicht zu lange stehen bleiben. Hier hätten wir das Fragment, was ich lange nicht einsammeln konnte. Ist klar. Okay. Hopp. Ach komm, hört doch auf. Schnuppert Gas, böse Wichter. Ach, Leute. Schon wieder. Dabei hätte ich die eigentlich sehen müssen. Also Hope wird gut bewacht. Ich kann es mir nicht leisten, so lange stehen zu bleiben. Auch Hope selbst kann allein ziemlich gut wegrennen. Scheiße. Ah, Mist. Okay, das hat gerade nichts weiter gemacht. Aber ich sollte auch möglichst nicht immer in diese Wolken reinrennen. Ich krieg dich, Hopp. Du entkommst mir nicht. Toll. Na los.
Typisch Assassine. Na, warte, ich krieg dich. Gift ist gerade ziemlich nervig. Auch dass die so schnell rennen kann. Genauso nervig. Ich hab sie. Tut mir leid, Hope. Euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Oh, nö. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Okay. Hope erledigt. Liam und der Chevalier bleiben. Man sollte möglichst keine Zeit verlieren. Okay. Zwar nicht wirklich perfekt abgeschlossen, aber... Wie soll man das auch tun? So, der Chevalier ist außerhalb von New York, wie ich sehe. Wo ist der hin? Im Atlantik? Hier. In Per Se. Wollen wir ihn gleich mal verfolgen. Ja, zurzeit ist gerade hier nur Story dran. Ich habe mir gedacht, die letzte Sequenz, die mache ich jetzt fertig. Ob ich den ganzen optionalen Rest dann noch mache, ist fraglich. Das Projekt geht auch so schon lange genug. Wir sind wieder im Atlantik. Shay und die Templer verfolgen die Assassinen-Expedition. Los, Team! Okay. Und hinten. Ah, nicht weg, nicht weg! Los, andocken. Bevor wir uns aber mit wer auch immer da hinten steht, unterhalten, gehe ich nochmal unter Deck. Wie es mit der Flottenmission aussieht, das kann ich ja immerhin noch erledigen. So. Ja. Belohnung Sackgasse. So. Ah ja, okay. Wieder so ein Brief. In Rio de Janeiro können wir britische Löwensegel freischalten. Okay. Sichern wir aber erstmal die Route. Wir werden erstmal die Sussex wieder reparieren. Okay. Gut, das habe ich jetzt mal manuell gemacht. So, Routenrisiko ist auf riskant gesunken, aber das reicht mir nicht. So, und jetzt werde ich die Schlacht wieder überspringen. Okay.
sicher. Gut, die Ice Pick wird das hier übernehmen. Wie lange braucht die jetzt? Boah, eine Stunde. Okay, das ist heftig. Sackgasse, okay. Was steht da Interessantes drin? 1746, Meister Harrison. Ich weiß nicht, über welche Quellen ihr verfügt, aber ich habe Lissabon und das umliegende Gebiet gründlich durchsucht und dabei keine Spur von einer Vorläuferstelle entdeckt. Ich glaube, eure Quellen waren falsch informiert. Wenn sonst nichts anliegt, muss ich zu meinen Pflichten zurückkehren. Da die Nationen rings um uns auch weiterhin zanken, steigt das Handelsaufkommen. Ich muss mich um andere, dringlichere Angelegenheiten kümmern. Es tut mir leid, dass ich euch in dieser Angelegenheit nicht dienlich sein konnte. Möge euch der Vater des Verstehens leiten, Duarte Jorge Correa Pinto, Alter, Santa Maria de Belém. Okay, von dem habe ich noch nie gehört, aber egal. So, ein bisschen Geld, der Rest ist egal. Gut. So, wir gehen an Land. Und wer steht hier? Erkenne ich jetzt gerade nicht, aber ist ja auch egal. Ich werde hier, wie bei der letzten Mission, erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, tata!